Ich glaube, ich kann schon stolz sein, weil wenn man so lange im Geschäft drin geblieben ist, viele kommen ja rein und gehen wieder raus und mit so viel Erfolg, das ist natürlich schon außergewöhnlich und da bin ich schon ein bisschen stolz, ja. Wie bist du damals auf Boney M gekommen? Sagen wir mal andersrum. Wie bin ich zur Musik gekommen? Ich habe 1961 mit Rock'n'Roll angefangen. Ich war ein Rock'n'Roll-Sänger. Dann habe ich Monty Löffner getroffen, der sagte: Hör auf mit dem Kram, fang an, Deutsch zu produzieren. Dann kam natürlich Rocky noch zwischendurch rein und ich wollte immer schwarze Musik machen. Aber ich mit meinem Gefühl war immer schwarz-weiß. Suck it to me.